Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen hier sind heute Abend. Neutrinos, Geheimschrift des Kosmos. Der Titel fiel mir ein, als ich mich erinnert habe, dass ich als Student ein Buch gelesen habe von Stanislaw Lem, Die Stimme des Herrn. Da geht es um ein streng geheimes Projekt, Master's Voice, in dem Wissenschaftler untersuchen, was es mit einem Neutrinosignal auf sich hat, das man aufgenommen hat auf der Erde und das offenbar nicht natürlichen Ursprungs ist, denn es ist irgendwie kodiert. Die Signale sind also nicht so einfach weißes Rauschen, sondern es steckt ein Code dahinter. Aber man weiß nicht, was er bedeutet. Man weiß nicht, wer dieses Signal ausgesendet hat. Waren das außerirdische Intelligenzen? Wollten die sich gegenseitig was sagen? Wollten sie uns was sagen? Wollten sie uns etwas verhehlen und haben das deshalb so kodiert, dass wir es nicht verstehen können? War es vielleicht eine Nachricht, die von der Zeit vor dem Urknall als einzige Nachricht über dieses Inferno des Urknalls es in unser Universum gemacht hat und damit eine Information von dem vorigen Universum in sich trägt? Also das sind alles Fragen, die dort aufgeworfen werden, die nach heutigem Gesichtspunkt nicht immer wirklich wissenschaftlich beantwortet werden. Aber andererseits ist das ein Buch, teilweise voll von hellseherischen Gedanken, und viele Sachen konnte man damals 1969 eben auch noch nicht wissen. 1969, das war 13 Jahre, nachdem die Neutrinos entdeckt worden sind und 39 Jahre, nachdem sie postuliert worden sind. Das Neutrino ist nämlich ein Teilchen, was nicht einfach so entdeckt worden ist, sondern zunächst mal am grünen Tisch erfunden. Und zwar war das 1930, Wolfgang Pauli, ein österreichischer Physiker, damals lebt er schon in der Schweiz, hat sich wie viele Leute Gedanken darüber gemacht, wo eigentlich bei den radioaktiven Beta-Zerfällen, und das ist in heutiger Schreibweise, wäre das ein radioaktiver Beta-Zerfall, wo bei dem Zerfall eines Neutrons, das man damals als Neutron noch nicht entdeckt hatte, in ein Proton und ein Elektron, wo die fehlende Energie bleibt. Also man hat diese Energie des Elektrons gemessen, man wusste, das Proton bleibt mehr oder weniger in Ruhe und das Elektron trug mal weniger, mal mehr Energie weg. Da fehlte also häufig etwas. Und es gab schon die Hypothese, immerhin von Rutherford, dass auf der Ebene von Elementarprozessen, Quantenprozessen, der Energieerhaltungssatz verletzt sein könnte. Das war aber nicht die Lösung, sondern die Lösung war die, die Pauli vorschlug. Der schlug nämlich vor, dass da noch ein Teilchen emittiert worden ist, das wir einfach nicht sehen können, weil es so schwach wechselwirkt mit seiner Umgebung. Und das nannte er damals Neutron. Später wurde das, als das wirkliche Neutron entdeckt worden war, wurde das dann Neutrino genannt. Und in heutiger Schreibweise würden wir sagen, ein Anti-Elektron-Neutrino. In dieser speziellen Reaktion wird ein Anti-Elektron-Neutrino emittiert. Diese Hypothese von Pauli wurde dann verfeinert, von Theoretikern genau durchgerechnet. Pauli war damals zunächst mal verzweifelt. Er hat gesagt, ich habe etwas erfunden, was man niemals wird sehen können. Das war ja gerade das Prinzip. Er wollte ein Teilchen haben, was unbemerkt wegfliegt, also nicht elektrisch geladen ist, praktisch masselos ist und darum die fehlende Energie wegtragen kann. Ich habe also etwas erfunden, was nicht entdeckt werden kann, und das war nicht gerade eine glückliche Situation. Die Situation änderte sich aber einige Jahrzehnte später, als Anfang der 50er Jahre sehr starke Kernreaktoren in Betrieb genommen wurden. Und Kernreaktoren sind extrem starke Neutrinoquellen. Und unter den Milliarden und Abermilliarden Neutrinos, die da emittiert werden pro Sekunde, kann man eben, wenn man dicht genug rangeht und lange genug wartet, einige wenige Reaktionen aufzeichnen. Denn irgendwie ein bisschen wechselwirken sie eben noch, die Neutrinos. Ihre Wahrscheinlichkeit zu wechselwirken ist also nicht null. Das war 1956. Cohen und Reines sind mit diesem Bottich, der mit einer zintillierenden Flüssigkeit, also mit einer Flüssigkeit, die bei Teilchendurchgang Licht aussendet, gefüllt war. Da haben sie also eine Handvoll Neutrinos nachgewiesen. Und dafür hat es dann 1995 mit großer Verspätung den Nobelpreis gegeben. Das war der Anfang. Als nächstes kam die Frage, gibt es eigentlich nur ein Neutrino, eines, das bevorzugt mit Elektronen, wie in radioaktiven Zerfällen, zusammen ausgesendet wird, oder gibt es noch ein zweites Neutrino? Diese Hypothese wurde zunächst mal ausgesprochen von einem italienischen Physiker, der allerdings seit Ende der 40er Jahre in Russland lebte. Er war verdächtig, Bombengeheimnisse an die Sowjetunion verraten zu haben und hat sich schnell genug aus Italien und England davon gemacht.
Da war nichts dran, aber immerhin, er war verdächtig. Und als ich in Dubna war, da arbeitet er dort immer noch auf unserem Flur, also ein ganz großer Mann der Neutrino-Forschung. Der hat den Vorschlag gemacht, es gibt noch ein zweites Neutrino, ein Myon-Neutrino, das bevorzugt eben mit dem Myon zusammen produziert wird. Und die Frage war, wie weiß man das, wie produziert man das? Und die Antwort war, man nehme einen Beschleuniger, so einen Teilchenbeschleuniger, wie er jetzt auch im CERN gerade angelaufen ist, bloß damals viel, viel kleiner. Damit beschleunigt man Protonen, die schießt man auf eine Zielscheibe. Und bei den Reaktionen der Protonen werden viele sekundäre Teilchen erzeugt, unter ihnen auch Pi-Mesonen, hier mit diesem griechischen Buchstaben Pi symbolisiert. Und das Pi ist ein Teilchen, was zerfällt. Das hat eine sehr kurze Lebensdauer von einigen 10 Milliardstel Sekunden nur. Allerdings, wenn es fliegt, dann ist es in unserem System, ist diese Lebensdauer aufgrund der relativistischen Zeitdilatation länger. Es kann also Strecken von je nach Energie Metern bis zu Kilometern, bis zu 1000 Kilometern zurücklegen, ehe es zerfällt, je nachdem, wie hoch die Energie ist. Dieses Pion, dem muss man also Zeit geben zu zerfallen, und es zerfällt in ein Myon und in ein Myon-Neutrino. Das war die Hypothese von Pontecorvo, und dann musste man die Idee nur noch in ein Experiment umsetzen. Und das haben diese drei Leute gemacht, Ledermann, Schwarz und Steinberger. Und tatsächlich, sie haben hier nach dem Myon-Absorber, der die Myon, die dabei entstehen, wegfiltert, Reaktionen gemessen. Und bei diesen Reaktionen wurde eben wiederum ein Myon erzeugt, kein Elektron. Das waren also offenbar keine Elektron-Neutrinos, sondern eine neue Sorte Myon-Neutrinos. Dafür gab es den Nobelpreis 1988, leider hat ihn Pontecorvo nicht bekommen, denn er saß in der Sowjetunion, wo dieser Beschleuniger damals nicht zur Verfügung stand. Er konnte sich also experimentell nicht beteiligen, obwohl er die Idee gehabt hat. Und was Sie hier eben auch sehen, man kann Neutrinostrahlen erzeugen. Man kann regelrecht Strahlen von Neutrinos erzeugen und dann mit diesen Neutrinos experimentieren. Also das Prinzip ist immer, man schießt Protonen auf eine Zielscheibe, auf ein Target, und dabei werden diese Pionen erzeugt und die zerfallen dann in Myon und Myon-Neutrino, irgendwas anderes, was auch noch erzeugt, was uns aber in diesem Zusammenhang jetzt nicht interessiert. Gut, und heute wissen wir, es gibt drei Neutrinosorten, Elektron-Neutrino, Myon-Neutrino, die haben wir eben gerade kennengelernt, und es gibt noch eine dritte Sorte, Tau-Neutrino, das zusammen mit einem geladenen Schwesterteilchen, dem Tau, erzeugt wird. Und was wir außerdem wissen, ist, dass die Masse dieser Teilchen fast null ist, nicht ganz null, das wissen wir inzwischen, aber fast null, sehr, sehr gering. Und wir wissen, dass sie sehr schwach reagierend sind. Also um Ihnen ein Beispiel zu nennen, die Erde wird sekündlich pro Quadratzentimeter von 60 Milliarden Sonnenneutrinos getroffen, und von diesen 60 Milliarden fliegen alle bis auf vielleicht ein Dutzend durch die Erde hindurch, ohne irgendetwas zu machen, und dieses eine Dutzend stößt auf dem Weg durch die Erde gegen einen Atomkern und macht dann irgendwas. Also extrem schwach reagierend. Die Frage ist jetzt, warum sind die interessant für Astrophysiker, wenn man sie so schwer offenbar, so schwer nachweisen kann? Und die Antwort ist, so schwer, wie sie uns in die Falle gehen, so leicht kommen sie auch aus sehr dichten Objekten heraus. Also aus dem Innern der Sonne, kommt kein Teilchen direkt heraus. Wir sehen die Oberfläche der Sonne, wir sehen das Licht von der Oberfläche der Sonne, aber aus dem Innern der Sonne selbst kommt kein Teilchen direkt heraus, außer dem Neutrino. Und so ist es mit vielen anderen Objekten am Himmel auch. Zwei davon werde ich nennen, das eine ist die Sonne, das andere ist eine Supernova. Und das war am 23. Februar 1987 die Geburt der Neutrinoastronomie im Zusammenhang mit so einer Supernova-Explosion. Bei einer Supernova-Explosion stürzt ein Stern, das Innere eines Sternes, zusammen, weil der Kernbrennstoff innen sich erschöpft hat. Diese Fusionsprozesse haben also kein Futter mehr, um weiterzulaufen. Und dadurch wird von innen dem Gravitationsdruck von außen keine Gegenkraft mehr entgegengesetzt. Und dieses ganze Objekt stürzt innerhalb von Millisekunden in sich zusammen. So ein großer Stern stürzt auf ein Objekt von dem Durchmesser von etwa 30 Kilometern zusammen. Also ein Kubikzentimeter Materie wiegt dann so viel wie ein Ozeandampfer. Sehr komprimiert alles. Und bei diesem Prozess werden die äußeren Hüllen, wird der äußere Teil abgesprengt und ruft ein Leuchten hervor, und eben ein sehr, sehr helles Leuchten. Deshalb der Begriff Supernova, also ganz plötzlich erscheint ein ganz helles Objekt am Himmel. Kepler hat so eine Supernova gesehen, Tycho Brahe 1572, Kepler 1604. Seitdem hat man in unserer Galaxis keine mehr gesehen, und dies hier war die nächste,
seit dieser Zeit, die man wirklich gesehen hat. Sie hat stattgefunden in der großen Magellanschen Wolke. Das ist eine Begleitgalaxis unserer eigenen Galaxie. Und hier sehen Sie das Bild vorher und das Bild nachher. Und hier eben ist die Supernova. Die Magellanschen Wolken sind etwa 160.000 Lichtjahre von uns entfernt. Also das hier soll unsere Galaxis sein. Hier am Rande der Scheibe sitzen wir. Und das sind die 160.000 Lichtjahre, die uns von der Magellanschen Wolke trennen. Und diese 160.000 Jahre hat eben das Licht benötigt, um zu uns zu kommen. Und zusammen mit dem Licht sind Neutrinos ausgesendet worden. Und diese Neutrinos hat man nun erstmals nachweisen können. Unter anderem zum Beispiel in diesem Detektor, das ist der Super-Kamiokande-Detektor in Japan, tief in einer Höhle. Ein großer Tank, man geht tief in eine Höhle oder irgendwie unter Wasser oder unter Eis, weil die Neutrino-Reaktionen sehr selten sind. Und man möchte nicht begraben werden unter den viel, viel häufigeren Reaktionen kosmischer Strahlen, die auf die Erde fallen. Deshalb geht man tief hinab, da wird fast alles andere absorbiert und hier unten ist man relativ ungestört mit seinen Neutrinos, die man eigentlich messen möchte. Das ist also der Hintergrund vom Tiefgehen. Und Super Kamiokande ist in einer japanischen Mine. Das ist ein Detektor, der 40 Meter hoch ist, 30 Meter im Durchmesser und mit 11.000 Fotomultiplayern, also mit Kugeln, sind die Wände gepflastert, die das Licht in elektrische Signale umwandeln. Das Licht, das bei Neutrino-Reaktionen emittiert wird. Hier sehen Sie zum Größenvergleich so ein kleines Schlauchboot. Da sitzen so ein paar kleine Japaner und wischen die Fotomultiplier nochmal ab, ehe das Wasser bis oben hin reingelassen wird. So ist also das Prinzip. Neutrino in Kamiokande, das ist der Vorläuferdetektor von Super Kamiokande. Damals war er also noch etwas kleiner. Es kommt ein Neutrino, Antielektron-Neutrino von einer Supernova, stößt ein Positron, also ein Antiteilchen des Elektrons erzeugt es und das kann man messen. Dieses Positron erzeugt Licht, Tscherenkow-Licht, also ein Lichtkegel und den Lichtkegel, der wird hier oft auf den Wänden abgebildet und durch diese Fotomultiplier gemessen. Und hier sehen Sie, was man gemessen hat in Kamioka. Was Sie hier unten sehen, ist die Zeit in Minuten, also 7.33 Uhr, 7.35 Uhr, 7.37 Uhr und so weiter. Und das ist die Anzahl der getroffenen Fotomultiplier. Und je höher die Anzahl der getroffenen Fotomultiplier ist, umso mehr Licht ist freigesetzt worden, umso höher die Energie der Neutrinos, die dort registriert worden sind. Und Sie sehen hier über einem unvermeidbaren Untergrund, der immer da ist, so ein Rauschen. Insgesamt sind es 12 Neutrinos, die also da plötzlich Signale, die da also plötzlich erscheinen. Was man jetzt gemacht hat, man hat diese Signale ausgewertet und hat zum Beispiel die Energien gemessen und konnte daraus Rückschlüsse ziehen auf die Temperatur im Innern dieses frisch kollabierten Neutronensterns. Und man ist auf etwas gekommen, was man vorher auch schon Pi mal Daumen hat berechnen können aus den Modellen für Supernovae, die es vorher schon gegeben hat. Aber das war die erste Bestätigung. Man hat gemessen, irgendetwas zwischen 30 bis 50, so ungenau ist es eben, Milliarden Kelvin. Das ist das 3000-fache dessen, was wir in der Sonne haben, 15 Millionen Kelvin, also eine wahnsinnig hohe Energie. Und dieses frisch geschöpfte Objekt muss sich jetzt schnell abkühlen. Und da Licht nicht herauskommt, ist viel zu dicht, als das Licht herauskommen kann, tut das über die Emission von Neutrinos. Innerhalb von 10 Sekunden etwa wird 99% der Energie, die dieser Neutronenstern hat, emittiert in Form von Neutrinos. Und diese Neutrinos hat man eben hier gemessen. Und eine andere Erkenntnis, die man gewonnen hat, war, dass die Neutrinomasse kleiner sein muss als 20 Elektronenvolt. Zum Vergleich, ein Proton hat eine Masse von knapp 1 Gigaelektronenvolt und das ist also eine sehr, sehr kleine Masse. Also auch noch viel, viel kleiner als die vom Elektron, die etwa 500 Kiloelektronenvolt ist. Und die Argumentation, über die man diese obere Massengrenze hat feststellen können, war die folgende. Nehmen wir an, ein Neutrino hätte gar keine Masse, null Masse. Dann wäre es so wie Licht und bei Licht spielt es auch keine Rolle. Ob das Licht hochenergetisch ist oder ob das niederenergetisch ist, es spielt keine Rolle, ob es ultraviolett ist, hochenergetisch, oder Infrarot ist, niederenergetisch. Es bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn die Neutrinos keine Masse hätten, dann ist es völlig egal, ob sie energetisch sind oder niederenergetisch. Sie müssten alle mehr oder weniger gleichzeitig ankommen. Hätten sie aber eine Masse,
dann müsste es so sein wie im normalen Leben auch. Etwas, was eine hohe Energie hat, bewegt sich schneller. Etwas, was eine geringere Energie hat, bewegt sich langsamer. Dann würden also die hochenergetischen eher gekommen sein und die niederenergetischen später. Man hat so einen Effekt nicht gesehen und konnte daraus schließen, dass die Masse, wenn sie überhaupt eine Masse haben, kleiner sein muss als 20 Elektronenvolt. Das war damals die genaueste obere Grenze, die man hatte. Die anderen waren in Messungen auf der Erde in Labors aufgestellt worden. Also großartige Erkenntnisse, neue Erkenntnisse, sowohl für die Astrophysik als auch für die Teilchenphysik.